Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Heute möchte ich euch einmal meine Erfahrungen bezüglich sexueller Belästigung beschreiben. Und zwar, ich war ganz frisch in Hurghada, noch keine Muslima. Und ja, bin dann mit dem Mikrobus gefahren. Also, das hatte ich ja geliebt. Also, was da im Mikrobus immer abgeht, ne, wenn man da drin sitzt. Wie die Leute, also voll witzig, der Bus ist voll und dann sagt der eine dann, Yasta Alagamp, Alagamp Yasta, halt an, die, also halt an, Fahrer, das heißt also, er muss jetzt aussteigen. Und dann stell dir vor, der ganz hinten links, wo im Mikrobus sitzt, will aussteigen, da muss der Bus, es ist ja in Ägypten so, die halten irgendwo an, wo man will, ne? Steigt der Letzte. Alle müssen aussteigen, dass der Letzte da hinten aussteigen muss, ne, will. Und dann beobachtest du das Ganze, da sitzt du dann mittendrin im Getümmel und denkst immer, jetzt müssen wieder alle aussteigen, weil der da wieder aussteigt. Also es ist da ein Kommen und Gehen, rein, raus, rein und du bist da eigentlich, das ist voll der Sport, ne. Mir auch gedacht, guck mal, und dann hat die ihre Tüten, muss die ganzen Tüten raushieven, wieder reinhieven und dann gucken sie auch immer, dass Frauen mit Frauen sitzen und Männer mit Männern, ne. Sogar wenn manchmal eine Frau da steht und da ist ein Mann sitzt mit seiner Frau, also dann geht der Mann, also der Ehemann geht dann von der Frau, setzt sich auf einen Männerplatz, wo die Männer sind, dass diese Frau neben seiner Ehefrau sitzen kann, in Ruhe, also dass sie nicht neben einem Mann sitzen muss. Finde ich wunderschön. Ja, mal wieder technisches Versagen. Ich übe, Leute, versprochen. Ha, peinlich. Also, wo sind wir gewesen beim. Also was ich, das finde ich wunderschön, dass der Ehemann da mitdenkt für eine fremde Frau, die er gar nicht kennt. Ne? So, was mir damals passiert ist, das ist auch übrigens die einzige Erfahrung, die ich diesbezüglich machen musste oder gemacht habe, ist nichts Schlimmes, finde ich jetzt auch. Also ja, ich sitze im Mikrobus und neben, ich dachte, ach, der kleine Junge da, komm, was war der, 15, 18, keine Ahnung, da setze ich mich daneben, wird ja okay sein, ne? Fängt ja nicht an, also wir sitzen da, es war ungefähr so viel Platz zwischen uns und sitzt er da und geht mit seiner Hand dann immer in seine Tasche und kruschtelt da rum, so, und als ob er da was suchen würde. Und ich denke dann immer, also hallo, muss der das, muss, dann hat er sich mich immer mit seinem Handrücken an meinem Oberschenkel berühren müssen, deswegen, ne? Ich gucke da immer so rüber und denke mir, hallo, also hast du es jetzt bald, dann rutsche ich so ein Stück zurück. Macht der wieder und rutscht in meine Ecke, in meine Richtung und macht wieder die Hand rein und sucht darum und wieder berührt er meinen Oberschenkel. Dann sagte ich zu ihm, auf Englisch, weil Arabisch konnte ich noch nicht, kannst du aufhören? Can you to stop touching me? Und dann der Busfahrer sofort angehalten, der Typ, gucken alle den an, was ist hier los? Und der Kleine, total rot geworden, macht so und total fertig. Und ich dann so jetzt auch, oh, was passiert jetzt? Keine Ahnung. Ich habe ihn halt voll meiner Art voll fertig gemacht. Ne? Das hätte er jetzt nicht erwartet, weil vielleicht dachte er, ich bin so ein kleines Mäuschen, sitzt da so ganz lieb und dann mache ich so eine Klappe auf, ne? Mit so einer Stimme noch, dominant. Und da war er dann voll, und alle Leute gucken ihn an. Also, das ist die einzige Erfahrung, die ich machen musste. Und dann hat er sich, also ich bin dann wieder zurückgerutscht, der hat sich nicht mehr bewegt, der war stocksteif. Knallrot die ganze Fahrt, fix und alle. Ja. Ich glaube, das macht er nie wieder. Auch nicht schlecht, ne? Also das ist die einzige Erfahrung, die ich machen musste. Und ich denke auch, vielleicht liegt es daran. Aber nee, glaube ich auch nicht. Es kann nicht am Auftreten liegen, weil ich saß ja da nur. Also von dem her, ich hatte auch immer gedacht, ja, vielleicht habe ich so einen dominanten Schritt und die Leute sehen, die ist nicht so, so ein Mäuschen. Vielleicht gehen sie dann immer so drauf. Oder auch die Handtaschendiebe. Nee, eine Freundin von mir. Bedeckt, ist total flott unterwegs, dominanter Schritt, alles. Der wurde auch mit dem, diese Motorradfahrer in Hurghada, gab es ja mal eine Zeit, ich weiß nicht, hat das aufgehört, sind die jetzt im Gefängnis oder. Der wurde auch die Handtasche, während sie gelaufen ist, weggeschnappt. Und sie hat natürlich ein teures Telefon. Mit diesem Telefon hat der Idiot, ne, hat es aufgemacht. Sie hatte so ein System drin, sobald das Telefon aufgeht, wird ein Foto gemacht und GPS zeigt, wo das sich befindet. Ne? Und dann hat die Polizei natürlich gleich, super,
was Technologie von Europäern, aufgemachtes Telefon hier im Internet, alles gesehen, das Gesicht von dem Säckel. Und was war das? Es war nachher ein Besitzer von einem von einem Handyladen in der Sherry Street. Es gibt ja da genügend, also ja, und der ist dann abgeführt worden. Ne? Der hat dann, wahrscheinlich ist er wieder draußen, weil der wusste nicht, dass es geklaute Ware ist. Kann ja jeder kommen und dem verkaufen. Die brauchen Geld. Ne? So viel zum Thema sexuelle Belästigung. Sind wir schon wieder beim Handy. Aber gut, ja, das war es auch schon wieder bei uns von mir. Passt auf euch auf. Ansonsten alles immer easy. Sobald ihr irgendwas merkt, laut schreien. Sich wehren und dann wird euch geholfen. Jeder Ägypter hilft einer Frau, die da Hilfe braucht. Ne? Hilfe heißt zum Beispiel auf Ägyptisch Saidni. Ah, das muss ich aber noch kurz erzählen. Mein Mann, seine Trinkerstory, die ist witzig. Woher soll ich als Ausländer wissen, was Hilfe auf Arabisch heißt? Saidni, Saidni. Mein Mann, das war Ramadan, meine Cousine war da. Und wir sind auf die Insel gegangen in Hurghada, Paradise Island. Hat er natürlich mitgemacht und er war total geschwächt. Es war volle heiß, ne? Das war vor 3 Jahren oder was? 4. Und er ist jetzt auch nicht so der beste Schwimmer. Er kann auch schwimmen, aber jetzt, ja, wenn er dann noch geschwächt ist, tagsüber in der Hitze, gefastet, ne? Dann ist er da irgendwie untergegangen. Er war irgendwie nur so im Wasser und hat es irgendwie nicht hingekriegt. Da war eine Europäerin neben ihm gestanden und immer, Saidni, Saidni. Und die hat ihm überhaupt nicht zugehört. Die dachte, was ist denn das für eine Anmache, ne? Und er ist fast am Ertrinken. Und ich krieg das nicht mit, wie mein Mann da ertrinkt, ne? Sprech mit meiner Cousine. Wir tun uns da am Strand voll toll, im Paradies. Und dann sehe ich von weitem, mein Mann kommt da mit 2 Männern. Gott sei Dank wurde der gerettet, ne? Alhamdulillah. Die haben ihn dann gesehen, weil die haben das gehört, Saidni, haben den dann rausgezogen und zu mir gebracht. Und ich, was ist passiert? Und er, ich bin fast ertrunken an Ramadan. Sag ich, was? Oh, ja, also Saidni hat die Europäerin ja nicht gewusst. Wer hätte Help me geschrien vielleicht? Weißt du, heutzutage muss ja auch aufpassen. Die haben alle Tricks im Wasser. Aber mein Mann, wie gesagt, der hat es ja nicht nötig und es war wirklich ernst. Ne? So. Dass ihr wisst, in Zukunft schreit immer in Ägypten Saidni, wenn was ist, ne? Also, Masselema, Saidni, bye bye.